Duschraum, Sublevel 6. Das gefällt mir gar nicht, dass wir in so einem großen Raum spawnen. Ich wollte gerade sagen, ohne dass irgendwas drin ist. Toll, dass man die Viecher nicht gerade eben schon gesehen hat. Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Ach, er hat einen Pikmin gefressen, verdammt. Ja, nur ein roter, schade. Ja, gut, das war doof. Aber der Frosch ist auch echt blöd gesprungen. Ich hätte es verhindern können, hab's aber nicht getan. So, der Rest von euch darf hier die Wände einreißen. Wobei das eigentlich bloß wie eine weiße Blüte ist. Und das da? Gar nichts? Echt jetzt? Da ist wirklich bloß eine weiße Blüte und jetzt will ich wissen, was hier ist. Schade, das eine Pikmin wäre jetzt echt nicht nötig gewesen, das zu verlieren. Macht mich ein bisschen traurig. Nein, 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 nein. Ich hasse diesen Käfer. Vor allem, wir müssen ihn loswerden. Er darf nicht mehr auftauchen, weil ansonsten macht er das immer und immer wieder. Aber er war so freundlich, mir einen Haufen Nektar zu hinterlassen. Das ist halt richtig schön. Ja, wir haben noch eine Blüte, aber mit... Na, zwei sogar. Ja, Blätter. Aber mit denen warten wir, bis die Ebene vorüber ist. Falls wir da noch ein paar mehr haben. Wir müssen es halt bloß die Pikmin-Truppe zusammenlassen, weil der könnte, wie gesagt, jederzeit wieder spawnen. Da weiß ich jetzt aber halt nicht, was da drin ist, drin sein kann. Spinnen. Ich höre eine Spinne. Ist es eine Bombenspinne? Also die Spinne höre ich ganz genau. Oh Gott, was? Ich hasse das, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ich habe aber den Käfer auch schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Vielleicht ist sie ja tatsächlich weg. Okay, ist eine lila Spinne. Die hat jetzt aber ihren Käfer. Das ist vollkommen in Ordnung. Solange es keine Bombenspinne ist, ist alles in Ordnung. Was bist du? Eine Explosionsspinne. Okay. Habe ich doch gewusst. Sehr schön. Leider hat sie die andere Spinne nicht mitgenommen. Aber ich glaube, die hängt da jetzt in ihrer Höhle und ist glücklich. Die sollten eigentlich rauskommen, die Bombenspinnen. Die sind ja wirklich aggressiv. Immer 20. Es sind immer 20 hier. Okay. Bloß eine lila. Was? Hä? Hey, ich dachte, es geht doch mit den... Ich dachte, es geht doch mit den Dings. Mit den Lilan. Und müssen die wirklich daneben hauen, das... Ja, genau. Das ist gleich Stunt. Hallo, 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 hallo. Gott, nein. Okay. Meine Güte. Ich hasse das. Geh weg. Das ist mein Schatz. Die eine Lilane kommt doch auch gleich und will den Schatz haben, oder? Nee, gut. Die hat ihren Käfer und ist zufrieden damit. Oh Gott, okay. Bisher passt ja dann noch alles. Und wie schon gesagt, ich bin froh, dass ich die Dings, den letzten Nektar jetzt nicht noch genommen habe, weil wir haben schon wieder ein paar Blüten verloren. Name, Kiefer des Behemoth. Okay. Aber noch nicht alle Schätze damit. Da ist nämlich unser nächster. Aber ich glaube damit auch wieder letzter, weil da hinten könnte oder muss nicht unbedingt ein Schatz sein. Jetzt ganz, ganz langsam vorgehen. Ich würde am liebsten den Schnapper zu mir holen. Also es ist ein Dieb. Ist ja auch noch der Captain Dieb. Das ist ja das nächste Problem. Wenn dann die Pikmin irgendwo sonst rumstehen, bei dem großen Punktkäfer, dann kann es ganz schnell, ganz schlimm ausgehen. Ja, wusste ich doch. Das war doch mal
Ein Angebot, das du nicht ablehnen konntest. Na gut, Olimar. Du musst da jetzt irgendwie allein zurechtkommen. Da ist das Letzte. Gut. Nichts passiert. Ich habe leider den Dieb nicht wirklich erwischt. Ich darf ihn jetzt ja nicht mehr Schnapper nennen, weil die Käfer ja Schnapper heißen. Quatsch, die... Diese Vogelschlangen. So, jetzt hör doch auf, die immer abzuschütteln. Danke. Die kann man ja manchmal so leicht runterholen, aber manchmal brauchen sie echt auch ein paar Pikmin. So, Olimar, geht's gut da hinten? Halt! Okay. Gut, keine Falle. Der Raum war irgendwie schon ein bisschen Falle genug. Ah, dahinter ist noch ein Schatz, das sehe ich doch. Ja, verdammt. Aber wir können ihn mal wecken. Das geht ja ganz gut, vor allem die werden ja so schnell geweckt. Und sammeln erstmal das ein. Breitsamer... Reine Imker-Spezialitäten. Imker-Spezialitäten. Honig, genau. Sonnenblumenhonig? Was heißt denn Sonnenblumenhonig? Naja, Tank des Überflusses. Jetzt bitte schnell rennen. Vor allem auch mit dem Pikmin. Oh Gott. Weil, wie gesagt, jetzt legt er sich ja wieder schlafen und legt sich jetzt gleich richtig rum. Damit können wir dann hoffentlich gleich... Instant töten. Wobei das kleine Vieh da noch rumhängt. Aber eigentlich, wenn wir das so machen, sollte man dem kleinen Vieh nicht auffallen. Und 10 sollten nicht allzu lang reichen. Okay, haben gereicht. Das waren nämlich wieder nicht alle 10. Ich hasse das, wenn da die Lilien zu langsam sind, dass sie dann von den anderen überholt werden. Wie gesagt, dann bringt es doch nichts, wenn ich da so eine Liste mache. Oder so eine Aufstellung. Wenn die Pikmin eh fliegen, wie sie wollen. Oder eh mit Geschwindigkeit dann sich entscheiden können. Wo kommt das jetzt wieder her? Ich habe doch gerade das eine blaue abgezogen. Ach, na gut. Bringt das mal heim. Bringt das mal heim. Und dann gehen wir mal wieder mit den Lilanen ran. Schon wieder 20? Ah ne, 10 bloß. Nee, sogar bis 8. Okay, gut. Damit haben wir die Ebene wieder erfolgreich. Leider haben wir ein Pikmin verloren. War ein bisschen eine blöde Stelle. Und ja, gut. Ein Pikmin, da kann man leider nicht viel dagegen machen. Passiert mal. Mir wäre es auch lieber, wenn man einen kompletten Run gehabt hätten, ohne Pikmins zu verlieren, aber es ist meistens sehr, sehr schwierig. Name: häusliches Gummi. Häusliches Gummiteil, ah ja. Okay, jetzt nehmen wir noch hier den letzten Nektar mit. Mal sehen, wer alles rankommt. Das wird nämlich gar nicht so einfach, ja. Dachte ich mir. Wie viel haben wir jetzt noch? 2, ach, ich glaube, ja, genau, 2 Lilane auch noch. Verdammt. Also, sie sind einfach nicht den Berg hochgekommen. Schade. Aber gut, wenigstens die anderen haben wir wieder in Blüten verwandelt. Das heißt, ja, sieht doch gerade gar nicht schlecht aus. Duschraum, Sublevel 7. Oh Gott, schon letzter Level, ich wollte gerade sagen, und damit immer noch nicht der letzte Level. Aber es ist er tatsächlich. Aber wieso ist es denn hier so verwinkelt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was hier der Boss ist. Deswegen war ich jetzt sehr überrascht, was denn hier jetzt wirklich der Boss sein wird. Oder wie das hier jetzt alles aussieht, weil es ist ziemlich verwinkelt hier. Okay. Davon können wir einen nehmen. Aber ansonsten sind mir die Lila ein bisschen zu gefährlich. Wenn die da so hinterher trotten. Okay, es geht hier wirklich bloß um die Sachen aufzumachen.
Es ist viel zu ruhig. Das passiert selten, wenn es einfach gar nichts zu tun gibt. Wir haben aber wirklich keinen großen Raum gesehen oder so irgendwas. Nur diese verwinkelten Gänge. Macht mir ein bisschen Sorgen, aber wir sind auf jeden Fall im letzten Level, haben nichts verpasst. Das heißt, das ist schon mal eine schöne Sache. Oh Gott. Was war das denn für ein Vieh? Die große Version von den Schnecken, die wir schon mal gesehen haben. Nur, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was die macht. Sie sieht auf jeden Fall aggressiver aus. Lass mich in Frieden, Schneckenvieh. Kannst du hier durchschießen oder sonst irgendwas? Ja, alles klar. Es kann durch Wände. Ja toll, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Es hat mich ja schon die ganze Zeit in der Agro. Hat es mir einfach mal so 6 Pikmin weggezogen. Es ist sofort... toll. Können wir vergessen, gut. Wir haben leider diesen Run verloren, weil es da so ein bisschen rumcampt und uns sofort sehen wird, wenn wir das Teil da angreifen. Okay, das ist ein Bosskampf mit wenig Pikmin. Aber wir brauchen auf jeden Fall viele Pikmin, um die Wand einzureißen. Und wie gesagt, das kann er da einfach durch angreifen. Okay. Oh, wie mies. Dass er einfach so durch die Wand kam. Was hat denn das alles mitgenommen? Von allen... Och, sogar 2 Lilane. Ach, Mann. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ich glaube, den machen wir mit sehr wenig Roten. Alles andere ist, glaube ich, Blödsinn, bevor wir da jetzt noch weitere Pikmin verlieren. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie... Na toll. Das Ding hat einen Dauersonar. Ja, es dreht sich auch. Es hat trotzdem noch eins erwischt? Das ist sehr viel schlimmer als das Dings. Als der König der Punktkäfer. Das Vieh ist eine einzige Katastrophe. Wie gesagt, es dreht sich direkt. Es greift überall an. Ich bin gar nicht schnell genug, um das überhaupt zu treffen. Ins Gesicht kann ich wahrscheinlich nichts werfen. Man muss da ziemlich nah dran vorbei. Oh Gott. Das Problem ist, ja, ich verliere so in der Reichweite meine Pikmin. Was für ein dummer Boss ist das denn? Nein, jetzt... Ach, Pikmin. Wie dumm war das denn? Vor allem, die verhaken sich da so ein bisschen fest. Ach, was ist das denn für ein dämlicher Boss? Wie soll man denn den besiegen? Wie gesagt, der dreht sich ja sofort mit mir. Dagegen stinkt ein Witz. Der König der Punktkäfer. Ich habe alle meine Roten verloren. Na, zum Glück nicht. Wobei, es dauert nicht mehr lange, dann habe ich es tatsächlich. Und der Schaden, ich glaube, das Vieh regeneriert sich sogar auch noch. Hallo, jetzt... Es greift halt auch Ewigkeiten nicht an. Ja, es regeneriert sich. Wow, wie dumm. Wie dumm einfach. Und ja, man kann einfach nicht gescheit an ihm vorbeilaufen. Ich mache ganz gut Schaden, wenn ich mal mit Pikmin treffe. Nur, ja, dafür habe ich definitiv nicht genügend Pikmin dabei. Also da bräuchte ich irgendwie eine 100er Armee von Roten. Und die würde ich alle verlieren dabei. Wie gesagt, wie dämlich ist dieser Boss denn bitte? Jetzt greif doch mal an. Wie lange muss ich denn bitte schön vor dir stehen? Und dann, ja, dann reicht's nicht. Toll. Okay, wie gesagt, er hält nicht viel aus. Und er braucht eine Weile bis... Ne, aber ich bin nicht schnell genug. Ich wäre schnell genug, nur die Pikmin dann halt nicht. Ne. Man muss einfach ein Stückchen zu lange warten. Viel, viel, viel zu lange warten. Toll, jetzt sind alle meine tot. Weil sie immer wieder so
dämlich festhaken da. Och, Mann. War so eine schöne Runde eigentlich in der Dings. In der Höhle. Aber dann kommt so ein dummer Boss, den man einfach nicht besiegen kann. Pikmin haken sich fest, wenn ich versuche, nah an ihm vorbeizulaufen. Er greift nicht schnell genug an. Beziehungsweise er greift zu schnell an, dass ich nicht so rumlaufen kann. Es ist einfach total dämlich, ihn ja, überhaupt anzugreifen. Er kann gleich viele Pikmin fressen, auf einer extrem hohen Reichweite. Toll. Da wieder, aber jetzt ist er, glaube ich, hinüber. Dankeschön, meine Güte. Wie gesagt, wie dämlich war das denn? Das war echt kein schöner Bosskampf. Weil da hat man einfach überhaupt nichts machen können. Ich hätte ihn vielleicht mit einer größeren Truppe, hätte ich ihn vielleicht schneller besiegt, weil ich mehr hinwerfen könnte. Aber ansonsten hätte er halt auch dementsprechend mehr gefressen. Das war einfach, er hat viel zu lange gebraucht, bis er überhaupt angegriffen hat. Und dann konnte ich nicht schnell genug agieren, ohne Pikmin zu verlieren. Das war kein schöner Bosskampf. Untersuchung läuft. Wie merkwürdig. Die schleimige Kreatur hat sich aufgelöst und diesen sonderbaren Gegenstand zurückgelassen. Er scheint von Schleim bedeckt zu sein. Sind Sie sicher, dass Sie ihn mitnehmen wollen? Absolut sicher? Sie werfen wirklich jeden Schrott in meinen Frachtraum. Es wäre nett, wenn Sie zumindest hin und wieder sauber machen würden. Stell dich mal nicht so an. Meine Güte. Okay, damit haben wir aber den Duschraum mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt doch schon einige rote verloren und von den anderen auch ein paar. Ah, schade. Ja, 19 Pikmin haben wir jetzt insgesamt verloren. Schade drum. So, reißen wir noch gleich die Mauer ein. Da haben wir jetzt die Lilan dabei. Das soll dann also relativ schnell gehen. Ja, es ist echt erstaunlich. Die Lilan reißen die Tore ein, als wären sie gar nichts. Und dann haben wir bloß mal so eine Hunderter-Truppe Blaue. Braucht dann eine halbe Ewigkeit. Aber vielleicht sind die hier in Höhlen auch leichter. Ich bin mir halt nicht sicher, was es genau ist. Keine Ahnung. Ich habe bloß immer das Gefühl, dass die Lilan da extreme Arbeit leisten. Also extrem gute. Name: Verstärkter Verstärker. Okay. Diese Form eignet sich hervorragend zur Emission und Verstärkung von Schallwellen. Einen Moment bitte. Ich werde dieses Bauteil als Teil meiner neuen Soundausstattung verwenden. Die Mega-Pfeife ist bereit. Captain Olimar, durch diese Vorrichtung wird die akustische Reichweite Ihrer Pfeife erweitert. Ja, jetzt haben wir nämlich, glaube ich, eine größere Reichweite. Genau, die hatten wir vorher nicht so groß. Und ja, damit können wir jetzt einfach einen größeren Kreis herrufen, können auch von weiteres, ja, von größerer Entfernung aus Pikmin herholen. Ist also eigentlich ziemlich cool. Eine Fähigkeit, die man ganz gerne mitnimmt. Und damit verlassen wir schon die erste Höhle. So, das war eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen, außer jetzt auf dem Bosskampf. 19 Pikmin verloren, aber wie gesagt, das, ja, konnte man, glaube ich, echt nicht verhindern, weil der Bosskampf war einfach ziemlich, ziemlich dämlich. Man hätte vielleicht versuchen können, gelbe Pikmin über es drüber zu werfen, über das Vieh. Ich glaube, das hätte genauso wenig funktioniert. Das war einfach ein Bosskampf, wo man fast schon Pikmin verlieren muss. Und, ja, man muss mit der kleinen Gruppe rein, aber selbst da ist die Chance ziemlich groß, dass man ein paar verliert. Schade drum, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und 19 Pikmin, davon 19 rote, also nicht ganz 19 rote, aber ja, so ein bisschen was aus allem, ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Um die Lilan tut es mir fast schon am meisten leid, muss man sagen. Aber damit kehren wir zurück an die Oberfläche.